Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu den Update-News vom 15.11.2017. So, es ist etwas zurückgekehrt, worauf viele von euch gewartet haben. Und zwar ist die Eisscholle wieder zurück. Die liegt dieses Mal beim Westcup Fischerdorf. Das heißt, ihr müsst nach Golden Hills können, um euch eine der niedlichen Robben kaufen zu können. Nicht nur Robben gibt es auf der Eisscholle. Dort steht auch ein Händler für Klamotten für euren Charakter, die doch ziemlich dünn sind dafür, dass man sie auf einer Eisscholle kauft. Und natürlich findet ihr beim anderen Händler eine große Auswahl an Robben und auch noch an Satteltaschen. Die Robben sind vom Preis her eigentlich alle recht in Ordnung. Zumindest die ich noch drin habe, lagen alle bei 50 Starcoins. Ein paar habe ich schon gekauft, die konnte ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Aber alle verfügbaren Robben seht ihr hinter dem Händler auf einem Baumstamm. Außerdem hat in der zweiten Etage des Shoppingcenters ein Friseur eröffnet. Der bringt neben drei altbekannten Make-ups zwei komplett neue Frisuren mit sich. Man sieht direkt, wie viel detaillierter die gearbeitet sind und wie viel mehr sie doch jetzt zum aktuellen neuen Grafikstil von Star Stable passen. Zwei Frisuren in jeweils sechs Farben, zwei sehr ähnliche Frisuren, einmal mit Zopf und einmal ohne Zopf. Die Preise reichen dabei von 59 Starcoins bis hin zu 179 Starcoins. Mir gefallen sie sehr, sehr gut und ich hoffe darauf, dass schon in Kürze weitere neue Frisuren ins Spiel kommen werden. Und last but not least kehren wir nochmal ins Westcup Fischerdorf zurück, denn da hat diese Woche der Pferdemarkt eröffnet. Mit der Eisscholle und dem Pferdemarkt solltet ihr euch nicht zu lange Zeit lassen, denn die sind nur bis kommenden Mittwoch da, der Friseursalon bleibt natürlich dauerhaft. Jetzt seid ihr gefragt, kauft ihr euch eine der Robben, holt ihr euch eine der neuen Frisuren? Was sagt ihr dazu rein vom Optischen? Wie gesagt, mir gefallen sie sehr, sehr gut. Ich werde mir höchstwahrscheinlich keine holen, einfach aus dem Grund, dass meine aktuelle Frisur einfach besser zu mir passt und sie auch ziemlich teuer war. Deswegen werde ich wohl erstmal noch abwarten, aber optisch gibt das definitiv einen Daumen rauf. Ja, das war's dann für heute. Morgen sehen wir uns zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Und damit macht's gut und viel Spaß mit dem Update.